So, hallo zusammen. Ich will heute über hochgenaue Zeit- und Positionsbestimmung, vor allem anhand von GPS berichten. Ganz kurz was Geschichtliches. GPS war nicht das erste Positionsbestimmungssystem. Es hat eigentlich angefangen mit Transit schon in den 60er Jahren und wurde dann das ist vor allem im maritimen Bereich eingesetzt worden und wurde dann in den 70er Jahren durch die ersten GNSS-Systeme abgelöst, was vor allem dann das GPS-System von den USA und GLONASS von Russland war. Galileo sagt wahrscheinlich auch den meisten, was ist eher ein neueres System. Und ich habe hier noch von Japan das QZSS aufgeführt, das nochmal ein spezielles System für den asiatischen Bereich ist, um so in Häuserschluchten reinzugehen. Das ist geostationär und befindet sich so vor allem so im Bereich von Japan. Es wurden mittlerweile zig Satelliten in den Himmel geschossen. Es sind wesentlich mehr, als man vielleicht vermuten würde. Ich habe mal so ein kleines Bild von einem Satelliten dabei, von der Generation 2. Gibt es schon etliche Generationen und dieses Jahr werden die Generation 3, also Block 3a, in den Himmel geschossen. Und es ist eigentlich immer so, dass im GPS-System und auch im GLONASS-System so circa 32 aktive Satelliten da sind. Es sind vor allem den Russen zig abgestürzt, kaputt gegangen oder einfach auch die Lebenszeit war zu Ende. Hier mal noch so eine kurze Statistik, wie viele Satelliten da überhaupt so in den Himmel geschossen worden sind. Sieht man zum Beispiel bei GPS, dass das gut über 60 sind, wobei halt eben immer 32 aktiv sind. Die Sendeleistung von den Satelliten, dass man da mal so einen Vergleich hat, beträgt 50 Watt. Wenn man sich das mal anschaut, Astra-Satellit für Fernsehen hat 100 Watt, doppelt so viel Watt, hat aber nur den europäischen Bereich abgedeckt und ich brauche eine Parabolantenne, relativ große, dass ich den Empfang reinbekomme. Bei GPS schaffe ich das mit dem Handy ohne dicke Antenne. Dann komme ich auch gleich zum Grundfunktionsprinzip von GPS. Ich zeige das mal anhand von 2D, weil es da leichter zu sehen ist. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel zwei Satelliten. Die Satelliten haben dieselbe Uhrzeit und senden im Endeffekt aus, wie spät es bei ihnen ist. Zum gewissen Zeitpunkt empfange ich das an der Position A, da stehe ich, das ist in Passau, und weiß jetzt, wenn ich auch eine Uhrzeit habe, wie lange das Signal gelaufen ist und kann damit sagen, wie weit ist der Satellit entfernt. Wenn ich jetzt zusätzlich weiß, wo die Position von dem Satelliten ist, kann ich eben diesen Umkreis um den Satelliten aufspannen von diesen 30 bzw. 40.000 Kilometer und kann damit die Position bestimmen. Jetzt sieht man hier schon, es gibt zwei Positionen, A und B. Ist aber dann relativ einfach, weil ich mich normalerweise auf der Erde befinde und nicht irgendwo im Sonnensystem rumschwirre, kann ich die Position B ausschließen und weiß, dass ich an Position A bin. Jetzt habe ich aber noch das Problem, dass ich selber keine genaue Uhrzeit weiß. Deshalb kann ich diese Signallaufzeiten nicht berechnen. Und da gibt es dann das einfache Prinzip. Also hier ist es nochmal angedeutet. In Wirklichkeit ist diese gestrichelte Linie der eigentliche Abstand von Satellit zu mir. Das heißt, ich bin eigentlich an dieser Position B und nicht an der Position A. Diesen Fehler mache ich, wenn ich meine Taschenuhr nehme, die Uhrzeit anschaue und dann die Signallaufzeiten messe, weil ich einfach keine genau genug Uhrzeit habe, weil die Signale ja sehr schnell laufen. Deshalb, einfache Prinzip, ich benutze einen dritten Satelliten. Mit dem dritten Satelliten habe ich jetzt den Vorteil, dass alle drei Satelliten im Vergleich zu mir den gleichen Zeitfehler machen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Zeitfehler entsprechend auf allen Satelliten so lange angleiche, bis sich diese drei Kreise in einem Punkt schneiden, der grüne Punkt, dann habe ich die genaue Position. Das heißt, im Zweidimensionalen mit drei Satelliten kann ich die genaue Position und die Zeit bestimmen. Ich brauche also gar keine Zeit, weil ich die einfach so lange hin und her wackel, bis sich diese Punkte in einem, bis sich die Kreise in einem Punkt schneiden. Jetzt ist dafür zum einen wichtig, dass ich für die Datenbasis eine wirklich genaue Uhrzeit habe auf den Satelliten. Also deshalb haben diese Satelliten alle hochgenaue
Atomuhren waren anfangs so Rubidium- und Cäsium-Atomuhren. Stabilität 10 hoch minus 13, das heißt in 10 hoch 13 Sekunden mache ich eine Sekunde Abweichung, ist dann irgendwie ein paar Millionen Jahre, habe ich eine Sekundenfehler. Ist dann auch so, dass in der neueren Generation von den GPS-Satelliten oder auch bei Galileo und ich glaube auch bei GLONASS benutzen die dann Wasserstoff-Maser, die sind dann nochmal genauer, ist aber im Endeffekt unerheblich. Die relativistischen Effekte, sage ich dann auch noch was, die sind in das System mit einberechnet und ich brauche eben diese drei Satelliten für die Positionsbestimmung im 2D, wie ich gerade gesagt habe, weil ich im Empfänger eher unpraktikabel ist, dass ich eine Atomuhr mit mir rumschleppe und vor allem die dann synchron zu den Satelliten halte. Also was die GPS-Betreiber machen, ist diese Zeit zwischen den Satelliten genau synchron zu halten. Das Zweite, was ich brauche, ist eine genaue Position von den Satelliten, wo befinden sich die, damit ich daraus dann eben über die Triangulierung meine Position bestimmen kann. Das mache ich über diese Almanach- und Ephemeridendaten. Das sind im Endeffekt einfach Winkeldaten, Abstandsdaten im Vergleich zur Erde, zum Äquator, damit ich daraus bestimmen kann, wo sich der Satellit exakt befindet. Wenn ich das Ganze jetzt, meine Skizze gerade noch auf den 3D übertrage, heißt es, ich brauche 4 Satelliten, um so ein 3D fix zu haben. Überrascht vielleicht den einen oder anderen, weil viele annehmen, dass mir 3 Satelliten reichen, aber eben wegen dieser Zeitbestimmung brauche ich 4. Jetzt ist es aber so, also erstmal noch Abfallprodukt, hier eine hochgenaue Zeit, ist wesentlich genauer, als wenn ich jetzt so Network Time Protocol oder ähnliches benutze, sehr genau, weil ich die eben mit rausrechnen kann. Zur Übertragung der Daten von dem Satelliten, der die Zeit an den Empfänger überträgt, war dann als allererstes mal noch die Wahl der Trägerfrequenz wichtig, wo ich schon gesagt habe, ich will das Ganze ja ohne Parabolantenne empfangen können, einfach mit dem Handy empfangen können und ich will unanfällig gegen Störungen sein. Das ist dann zum einen so ionosphärische Störungen und vor allem soll ich ja auch noch bei Schnee oder bei Regen oder auch wenn es bewölkt ist, will ich ja noch was empfangen. Dafür gibt es dann dieses L-Band, wurde halt ausprobiert, was eine gute Frequenz ist und das ist das, wo die ganzen Satelliten eigentlich heute senden, in diesem L-Band, um ihre Daten zu übertragen. Übertragen selber wird dann so ein sogenannter CA-Code oder beziehungsweise P-Code. Das ist ein 1023-Chip langer Code und im Endeffekt ist das Bit, sie nennen ihn nur im GPS-Jargon immer Chip, weil der keine Nutzdaten enthält. Das ist im Endeffekt ein zufälliger Code, der 32 verschiedene Satelliten kodieren kann, der eben 23 Chip lang ist und mit einer Frequenz von 1,023 MHz gesendet wird. Das heißt, alle eine Millisekunde wird dieser Code wieder neu übertragen und zwar immer exakt dasselbe. Die Datenübertragung selber funktioniert mit Phasenmodulation. Erkläre ich ganz kurz, weil man das für die Hochgenauigkeit gebrauchen kann. Zur Erinnerung, Amplitudenmodulation, ich habe in der Mitte das Datensignal, oben habe ich die Trägerfrequenz. Wenn ich da jetzt Amplituden modelliere, dann ändere ich einfach die Amplitude von dem Signal. Ist bei GPS schlecht, weil die Amplitude einfach durch die ganze Troposphäre, Ionosphäre und so weiter sowieso so stark gestört wird, dass ich da nichts mehr rauslesen könnte. Frequenzmodulation ist dann eben, ich ändere die Frequenz der Trägerfrequenz leicht, um darüber das zu kodieren. Auch schwierig, weil sich die Frequenz in der Ionosphäre von Haus aus schon ändert und damit wäre das auch dann schwierig rauszuholen. Deshalb nehme ich so eine Phasenmodulation und das heißt im Endeffekt, wenn ich in der Mitte wieder diese Bit-Darstellung oder mein Datensignal, ich cutte unten, also ich cutte diese Trägerfrequenz und mache eine Phasenverschiebung um 180 Grad und habe dann so Sprünge drin, die ich mit geeigneter Hardware entsprechend feststellen kann. Und auf diesem CA-Code, der fest ist, sind dann nochmal die Navigationsdaten, die eigentlichen entscheidenden Daten aufmodelliert. Und zwar mit der Frequenz von 50 Hertz, also relativ langsam eigentlich.
P-Code habe ich oben kurz erwähnt. Eigentlich nicht weiter wichtig, ist fürs Militär, hat eine höhere Frequenz und ist verschlüsselt für exaktere Positionsdaten in militärischen Anwendungen. Nochmal Zusammenfassung. Ich habe also in der Mitte dieses Navigationsdatensignal mit 50 Hertz, wo eben diese Daten, wo ich gleich noch darauf zu sprechen komme, was da übertragen wird. Ich habe diesen CA-Code, der immer fest ist pro Satellit, der eben diese ID von dem Satelliten sagt, ich bin die Nummer 27. Und mit so einer X-Oder-Verknüpfung werden diese Navigationsdaten auf diesen CA-Code draufgespielt. Sieht man schon, man hat 1 Megahertz bei dem CA-Code und nur 50 Hertz bei den Navigationsdaten. Das heißt, ich habe relativ häufig so einen kompletten CA-Code, bis sich wieder ein Bit in den Navigationsdaten ändert. Und dieses gemischte Signal wird dann auf diese Trägerfrequenz L1 für zivile Anwendungen drauf modelliert. Kurz zu den Navigationsdaten. Das ist vollständiges Paket, besteht aus 37 Kilobit. Das ist dann unterteilt in 25 Frames. Je Frame habe ich dann 5 Subframes und da drin sind 10 Words, wobei Word jetzt nicht das ist im IT-Sinne, sondern es sind hier 30 Bit pro Word. Der Subframe 1 bis 3 sind immer die gleichen Daten, und zwar ist in 1 so eine Uhrenkorrektur drin, in 2 sind die Ephemeridendaten drin für so eine Grobpositionsbestimmung, wo sich der Satellit ungefähr befindet, und in 4 bis 5 sind dann für die einzelnen Satelliten nochmal genauere Daten, so Almanach-Daten, UTC-Zeitinformationen und so eine gewisse Ionosphärenkorrektur. Und vorne sieht man noch, sind noch so kleine Extra-Wörter, wo dann zum Beispiel drin steht, ob der Satellit gerade aktuell ist, ob da alles in Ordnung ist oder ob er vielleicht kaputt ist oder zeitlich verschoben ist oder irgend sowas, kann man dann noch mit reinkodieren. Das, was jetzt hier ganz interessant ist, wenn ich mir das anschaue, diese 37 Kilobit und das auf diese 50 Hertz umrechne, wenn man das multipliziert, kommt man drauf, dass es 12,5 Minuten dauert, bis diese kompletten Daten übertragen sind. Das ist auch der Grund, warum vor allem in den frühen Generationen es 12,5 Minuten gedauert hatte, bis ich einen Satelliten fix hatte. Damit einmal diese kompletten Daten übertragen sind und ich dann weiß, wo die Satelliten sich überhaupt befinden. Ich habe auch hier schon gesagt, dass der Subframe 1 bis 3 immer gleich ist. Das ist dann, dass ich unter Umständen, wenn ich schon so gewisse Vorahnung habe, wo die Satelliten sind, den Fix ein bisschen schneller bekomme. Das sind dann so 30 Sekunden. Und das führt dann in der Summe dazu, wenn ich so einen Heißstart habe, also ich habe das Gerät gerade ausgeschalten, schalte mein Handy und GPS-Empfang wieder ein, dann habe ich normalerweise in 15 Sekunden einen Fix. Wenn die Ephemeridendaten veraltet sind und ich einen Warmstart mache, dann dauert das so 45 Sekunden und beim Kaltstart eben 12,5 Minuten. Und Kaltstart spricht man normalerweise davon, wenn ich mein GPS über eine Woche aus hatte oder wenn ich Flugzeug gestiegen bin, 300 Kilometer weitergeflogen bin, wieder ausgestiegen bin, dann muss ich eigentlich einen Kaltstart machen. Gibt jetzt aber auch vor allem bei den Handys dann noch die Möglichkeit mit AGPS, Assisted GPS. Da kann ich dann zum Beispiel über Internet oder über WLAN-Ortung schon vorher meine Grobposition bestimmen oder mir übers Internet holen, wo die Satelliten sind, damit ich nicht diese 12,5 Minuten warten muss. Deshalb ist es so, in modernen GPS-Geräten habe ich das Problem normalerweise nicht, dass der Fix so lange dauert, weil ich eben diese Assistenzfunktion drin habe. Dann komme ich zu den Pseudo-Ranges. Das sind die Entfernungen zu den Satelliten. Pseudo eben, weil ich die Entfernung nur modulo den Uhrenfehler habe, den ich eben mache und damit eben nur diese ungefähre Entfernung habe, die ich dann wieder korrigiere, um die genaue Position zu bestimmen. Und dafür berechne ich so Korrelationswerte. Dann nehme ich das Signal von dem Satelliten, weiß ich, wie das ausschauen muss. Das ist oben jetzt dargestellt in der Reihe. Ich habe jetzt das blau markiert, wo sie im Endeffekt zusammenkören. Und unten, also die zweite Zeile, ist der Receiver, was ich da empfange an Bit-Informationen. Und in der letzten Zeile habe ich einfach eingetragen, wo die Bits gleich sind zwischen den beiden, zähle die hinten zusammen, sind hier 8 Bits gleich. Und wenn ich jetzt anfange, das Signal vom Receiver zu verschieben, dann sehe ich, dass sich diese Zahl ändert. Und da, wo die Signale zusammenpassen, ist es dann so, habe ich eine maximale Übereinstimmung, eine Korrelation, 23 Bits sind gleich. Das heißt, da habe ich das Signal richtig hin und her geschoben. Wenn ich es zu weit schiebe, sehe ich, dass das Ganze wieder schlechter wird.
Das mache ich jetzt für alle Satelliten, für alle mir bekannten Satellitennummern und suche mir den Satelliten aus mit der höchsten Korrelation. Schaut dann hier zum Beispiel so aus, also ich kann maximal 1023 Bit gleich haben, weil so lange ja dieser PRN-Code ist. Und wenn das Ganze jetzt mit einem falschen Satelliten passiert und ich schiebe das hin und her, ich habe das jetzt nur für 20 Verschiebungen aufgetragen, das muss ich natürlich für 1023 Verschiebungen machen, dann sehe ich, dass sich nirgends diese Korrelation wirklich so eine Spitze hat. Wenn ich das mit dem richtigen Satelliten mache, dann habe ich eben irgendwo so eine Spitze drin. Und das Tolle an diesem PRN-Code ist, dass das eben immer für egal welche Verschiebungen das ich mache und welchen Satelliten das ich mache, es gibt nur einen Satelliten und eine Verschiebung, wo ich diese maximale Korrelation drin habe. Das ist eine mathematische Eigenschaft. Das Ganze heißt Gold Code und wurde eben bewiesen von dem Mathematiker Gold und ist so aufgeteilt, dass es für genau 32 solcher Zufallswerte funktioniert. Mehr funktioniert es nicht, was auch der Grund dafür ist, dass es maximal 32 GPS-Satelliten im Endeffekt gibt. Was lese ich jetzt hier raus? Ich habe diese Verschiebung von 5 Chip-Längen sozusagen, was ich an zeitlicher Verschiebung habe und kann darüber dann diese Entfernung berechnen, indem ich mir eben die Ephemeriden-Almanach-Daten anschaue, wie weit ist der Satellit weg und den Z-Count ist noch so eine Grobuhr sozusagen, dass ich diese Groblaufzeit habe plus diese Korrektur von den Chip-Werten und kann darüber dann die Entfernung berechnen. Bei den Chip selber ist es so, dass der im Endeffekt von der Länge her, also wie breit ein so ein Chip ist, also ein Bit in diesem PRN-Code, entspricht 300 Meter. Wenn ich den also jetzt so bestimmen würde, dann hätte ich eine Auflösung von 300 Meter in Entfernung. Ist natürlich relativ schlecht. Deshalb gibt es da eine Verbesserung der Genauigkeit, indem ich dann das Ganze auf 1 bzw. früher war es 10% reduzieren kann. Das entspricht dann einer Genauigkeit von ungefähr 3 Metern. Nochmal zur Erinnerung, da unten habe ich den Chip, eben diese Breite und diese Position, wie ich das hin und her schiebe, kann ich auf 1% genau bestimmen und habe damit diese 3 Meter Auflösung. Was dann insgesamt zum Lat-Long-Genauigkeit von 1 bis 3 Meter führen würde. Der größte Fehler, der eigentlich lange Zeit drin war, was ich gerne erwähnen will, das ist diese Selective Availability. Das war nochmal so ein absichtlicher Uhrenfehler, dass diese Daten absichtlich falsch gemacht worden sind, was dann zum Fehler von plus minus 100 Meter ungefähr geführt hat. Und das wurde im Jahr 2000 abgeschalten. Interessanterweise im Golfkrieg von Bill Clinton. Und zwar sind ihnen die militärischen Empfänger ausgegangen. Deshalb haben die lauter zivile Empfänger von Garmin und Co. gekauft und hatten damit keine genaue Positionsbestimmung mehr. Das war dann der Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, gut, wir schalten es dauerhaft ab und setzen seitdem dann auf die zivilen Empfänger. Bei den Profigeräten ist es dann noch so, also Profigeräte in Anführungszeichen, das ist dann eigentlich nicht mehr vorgesehen vom System, aber ich kann auch diesen Phase-Shift im Endeffekt ermitteln, also da, wo ich so ein Bit kodiere in dieser Trägerfrequenz. Also die normalen Systemarchitekten haben eben vorgesehen, dass ich unten diesen CA-Code die Position bestimme. Wenn ich jetzt aber weiß, wie der CA-Code ausschaut, dann kann ich im Endeffekt in der Trägerfrequenz oben diesen Moment erkennen, wo dieser Phase-Shift stattfindet und den benutzen für die Positionsbestimmung. Und wenn man sich das jetzt anschaut, der CA-Code hat 1 MHz, die Trägerfrequenz hat 1,5 GHz. Das heißt, ich habe da eine Auflösungsverbesserung um einen Faktor 1000. Und jetzt hat man eben vorher diese Auflösung von 3 Metern. Das heißt, wenn ich den Phase-Shift richtig messen kann und das richtig ausrechnen kann, dann habe ich eine Auflösungsverbesserung von einem Faktor 1000 und komme damit im Endeffekt auf 1 bis 3 mm Genauigkeit. Das ist nur noch das Problem, diesen Phase-Shift halt zu berechnen im Endeffekt. Dann kurz was zu den Fehlerquellen. Da ist vor allem bekannt diese DOP-Werte. Das ist so eine Winkelsache, die die Genauigkeit bestimmt. Wenn ich jetzt 2 Satelliten habe, die gut stehen, dann sehe ich, dass hier der schwarze ist die gemessene Position und das rote stellt so einen Fehlerbereich dar, den ich mache, weil ich ja trotzdem noch so einen gewissen Zeitfehler habe. Und dieser Zeitfehler, wenn ich die jetzt miteinander schneide, kommt dieser grüne Bereich raus. Das ist das, was ich an Fehler machen kann.
Wenn die Satelliten jetzt zum Beispiel recht stark über mir stehen, dann sehe ich, dass dieser Schnitt von diesen Fehlerbereichen relativ breit wird. Und dann mache ich quasi kann ich einen großen Lat-Lon-Fehler machen. Wenn sie hingegen flach stehen, dann ist das Fehler in der Höhe, dieser Bereich, und dann kann ich einen relativ großen Höhenfehler machen. Also dadurch kommen vor allem so geometrische Fehler zustande und die drücken sich dann immer in diesen Top-Werten aus, die über das NMEA-Protokoll übertragen werden, die aber im Endeffekt relativ unaussagekräftig sind, weil sie die nicht mit Absolutwerten zu verstehen sind, sondern ich kann eigentlich nur sagen, unter 4 ist super, über 8 ist schlecht. Was das genau heißt, weiß ich nicht. Deshalb ist dann häufig noch, dass die Empfänger so Meterangabe machen und auch die nur zur Vorsicht, wenn da steht, mein Gerät hat einen Meter Genauigkeit, dann heißt das nicht, dass ich wirklich einen Meter Genauigkeit habe, sondern normalerweise irgend sowas, dass 90% aller Messungen haben einen Fehler, der kleiner als ein Meter ist. Kann aber im Einzelnen trotzdem heißen, ich habe mal 10 Meter Abweichung. Die andere Art von Fehlerquellen sind dann so die Satellitenumlaufbahnen, kann bis zu 2 Meter führen, Mehrwegeeffekte, dass ich eben zum Beispiel Reflexionen an der Hauswand habe, dass dann der Weg ein bisschen länger wird, da kann ich so auf einen Meter kommen. Aber die größten Fehler kommen eigentlich von so atmosphärischen Störungen. Da habe ich jetzt da hinten geschrieben 5 bis 6 Meter, das ist, wenn ich die ganzen korrigiere, die Daten. Wenn ich es unkorrigiert lasse, einfach wirklich nur das Rohsignal messe und mache, dann komme ich auf einen Fehler von 90 bis 100 Meter, den ich mache, nur aufgrund von diesen Ionosphärenstrahlungen. Also ich habe da oben dann das Signal, wackelt hin und her, wird schneller, langsamer und so weiter. Deshalb mache ich da einen großen Fehler. Das bringt mich dann auch gleich zur DGPS, wo ich versuche, diese ganzen Fehlerquellen möglichst gut auszugleichen, um da eben genauer zu werden. Und das ist zum einen das ganzen S-Bus-Systeme, also dass ich, da habe ich im Endeffekt oben auch einen Satelliten stehen, das ist dann eben WASS in USA oder EGNOS in der EU. Und die senden glücklicherweise auf derselben Frequenz wie die GPS-Satelliten. Das heißt, der normale Empfänger kann diese Daten empfangen. Und die senden so ein Korrekturgitter aus, das mir dann sagt, wo braucht das Signal wie lang momentan. Wir haben die Basisstationen unten auf der Erde stehen, wo sie genau wissen, die bleiben fest, weil sie in Basisstationen sind, und kann darüber berechnen, wie diese Fehler sind, sendet die an den Satelliten hoch und der Satellit sendet es an unsere Empfänger, die dann ausgleichen können und diese Laufzeitkorrektur vornehmen können, um diese Fehler auszugleichen. Zweite Möglichkeit ist dann sowas über Internet oder also RTCM-Standards, NTRIP über Internet oder HEPS, womit ich dann so auf 1 bis 2 Zentimeter komme. Diese Dinger sind aber ziemlich teuer, muss ich viel Geld dafür bezahlen, dass ich dann diese Korrekturdaten zur Verfügung gestellt bekomme. Oder ich kann das Ganze im Eigenbau machen. Ich baue mir selber eine Basisstation, schließe die ans Internet an, nehme einen Rover, also mein mobiles Gerät, und korrigiere das damit. Da ist vor allem dann diese Abhängigkeit zur Basis der Faktor für die Genauigkeit. Und wenn ich das Ganze dann mit zur Trägerphasenmessung, also diesem Phase-Shift-Verfahren mache, dann kann ich mit diesem Eigenbau Sachen auf 1 mm bis 10 mm pro Kilometer Abstand zu meiner Basisstation kommen. Und wie mache ich das Ganze? Ich habe das jetzt absichtlich hier nur hingeschrieben, kann man im Wiki, im OpenStreetMap-Wiki zum Beispiel nachlesen, gibt es eine Anleitung dafür, kann ich mit der RTK-Lib machen, das ist Open Source und ist die GUI-Programme unter Wine auch unter Linux lauffähig und die haben eigentlich alles drin, was man braucht. Die können mit den Pseudo-Ranges arbeiten, die können mit dem Phase-Shift arbeiten und so weiter und diese ganzen Berechnungen vornehmen. Und zusätzlich gibt es im OpenStreetMap-Wiki auch noch Empfängernamen, die man kaufen kann. Also ich habe mir einen gekauft, ungefähr 50 Euro, Firmware-Patch drauf und dann liefern die auch diese Phase-Shift-Daten. Also das heißt, mit 100 Euro ist man dabei, dass man sich sowas selber bastelt und das Ganze dann macht. Kann man dann offline oder online machen, diesen Ausgleich und bekommt damit eine hochgenaue Positionsbestimmung zustande. Und zur Anwendung noch ganz kurz, im Forum gab es da kürzlich eine Diskussion, gibt es Gebiete ohne Satellitenbilder.
Aber wo es mich vor allem interessieren würde, ist für die 3D-Rekonstruktion, dass ich eine genaue Position habe, wo ich ein Kamerabild gemacht habe, um damit zum Beispiel Höhenwerte von Gebäuden zu bestimmen und Ähnliches, was mich persönlich interessieren würde. Und zur Verbesserung von Höhenmodellen, weil das SRTM-Datenmodell einfach zu grobkörnig ist und vor allem halt auch immer dann oben auf den Bäumen drauf ist oder auf den Häusern drauf ist. Und damit könnte man das halt wesentlich genauer machen in seiner Umgebung, wenn man sich vorher so eine Basisstation aufbaut. Als abschließende Bemerkung noch kurz, ob das mit dem Handy geht. Problem ist, Handy selber liefert diese Rohdaten nicht. Man kann das normalerweise auch nicht machen. Ich habe da so im Hinterkopf eine Idee, die ich gerne mal ausprobieren würde. Man kann die genauen Satellitennummern von der Android-API zum Beispiel holen und man könnte damit die Pseudo-Ranges zurückrechnen und dann wieder verbessern, um die Position zu verbessern. Bin ich aber leider noch nicht dazugekommen. Ist nur mal so eine Idee. Wenn es jemand aufgreifen will, würde ich mich auch freuen. Vielen Dank. Ja, danke für den Vortrag. Ich glaube, ein, zwei schnelle Fragen sind noch drin. Wenn Fragen da sind. Alle so erschlagen von den Grundlagen und gemerkt, dass sie alles nichts wissen. Sind noch Fragen da? Wenn nicht, gibt es ja auch gleich nochmal eine Kaffeepause. Eine da vorne. Vielleicht eine kleine User-Gruppe dazu gründen. Ja. Genau, wenn nicht, gibt es ja noch eine Kaffeepause. Du bist sicherlich da auch noch da. Ja. Genau. Und dann können Sie sich direkt an ihn wenden.